Kann losgehen. Willkommen zu einem neuen Kalle Report. Wir hatten wieder in der vergangenen Woche zwei Shows oder in den vergangenen zwei Wochen zwei Shows. Das war zum einen die Texas Pro und das Romania Muscle Fest. Aber bevor wir beginnen, ganz kurz abonniert den Channel, liken, teilen nicht vergessen. Ganz wichtig hier für meinen Arbeitsplatz, für die Sicherung meines Arbeitsplatzes. Nein, und dann haben wir ja natürlich die laufende Black Week bei Smilodogs. Ganz, ganz wichtig, Smilodogs am Start mit fetten Rabatten für euch. Und zwar bekommt ihr von den Athleten 40% auf alle Klamotten bei einem Mindestbestellwert von 90 Euro. Das ist in dem Fall natürlich Code Heiko, logischerweise. Dann bei einem Mindestbestellwert von 100 Euro bekommt ihr eine Leggings oder eine Jogginghose, gratis dazu, hier oben eingeblendet. Dann bei einem Mindestbestellwert von 130 Euro bekommt ihr das passende Oberteil dazu, auch hier eingeblendet, sodass ihr bei einem Mindestbestellwert von 130 Euro logischerweise einen kompletten Jogginganzug im Wert von 100 Euro gratis dazu habt. Also wie gesagt, sparen lohnt sich. Dann sind die Produkte teilweise reduziert, sodass ihr mit den Athletencodes insgesamt bis zu 70% sparen könnt. Und wenn das keine fette Nummer ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So, genug Werbung, jetzt kommen wir zu den Muscle-Maschinen. Ja, und zwar in der Texas Pro Show, da hatten wir nur zwei Klassen am Start. Das war einmal die Classic Physik und dann noch eine andere, die ich mir nicht angucke. So, der Gewinner von der Classic Physik Texas Pro Show 2023 und somit das fette Preisgeld hat sich unser lieber Urs Engelheims. Ne? Urs hat dort den ersten Platz gemacht, ist wieder mal in das Vergnügen gekommen, als Gewinner oben zu stehen und oder das Gewinnerfeeling zu genießen. Und damit kann er sich dann quasi in Ruhe vorbereiten auf 2024 Miss Olympia. Nein, stimmt nicht ganz. Er startet jetzt am Wochenende bei der Prag Evils, wo es übrigens keine Karten mehr gibt für Schwergewicht. Deswegen wird der Kalle, weil er es verdaddelt hat, höchstwahrscheinlich nicht vor Ort sein. Schade eigentlich. Ich wollte tatsächlich runterfahren, wollte mir das Event angucken mit ein paar Freunden. Das ist mir jetzt leider nicht vergönnt, weil es keine Karten fürs Schwergewicht am Samstag mehr oder für die Profis am Samstag gibt. So, also wie gesagt, Urs hat die Texas gewonnen. Der zweite Platz ging an Mehdi Larijani, den dritten Platz hatte Erik Wildenberger Lisboa, den vierten Platz belegte Krihi Cooper, was für ein beschissener Vorname, ey. Gut, den fünften Platz belegte Anthony Barbera, der dritte. Dann gab es natürlich noch eine Klasse. Oh, wieder Urs jubelt hier, gell. Aber ist natürlich auch fett, so ein Event zu gewinnen. So, dann hatten wir die Damen am Start und zwar die Figurklasse. Sorry, dass so lange gedauert hat. Ihr seht, Kalle wieder extremst gut vorbereitet. Die Gewinnerin ist die Jessica Rice Padilla. Der Name ist diese Saison auch schon sehr oft gefallen. Deswegen erinnere mich ich dran und kann den mittlerweile ziemlich gut aussprechen. Der zweite Platz ging an Rhea Gailey. Der dritte Platz an Madison Dingers, der vierte Platz an Thais Cabrice Werner. Thais, so geschrieben wie die Thais, die man fressen sollte, wenn man Muskeln haben will. Dann der fünfte Platz, Karen Vitor. Herzlichen Glückwunsch an die Damen. Ja, wie gesagt, das zur Texas Pro. Beim Romania Muscle Fest war ein bisschen mehr los, dort waren alle Klassen am Start, wie ich das gesehen habe. Und Überraschung gab es da für mich eigentlich keine, wenn ich das so richtig... Doch, ein paar positive Überraschungen waren dabei. Aber das checken wir gleich mal. Kommen wir zum Romania Muscle Fest. Dort haben wir einen ziemlich klaren Sieger gehabt im Schwergewicht. Ich fange mit den schweren Jungs an, logischerweise, weil ich da richtig Bock drauf habe, weil der Samson Dauder, der gefällt mir immer besser. Der hat das Ding ganz klar gewonnen, meiner Meinung nach. Den zweiten Platz hat Beros Tabani gemacht. Wenn man die jetzt beide, ich habe die ja beide jetzt das erste Mal nebeneinander direkt gesehen, weil ich mir vom Tabani tatsächlich etwas mehr versprochen hatte.
aber der ist, der wirkt dann neben Samson gar nicht mehr so heftig, wie er auf den Vorschaubildern vor Olympia aussah, aber ist natürlich ein brutaler Athlet, hat einen riesig durchgestreiften Gluteus. Die Beine könnten meiner Meinung nach etwas mehr Volumen gebrauchen, aber alles, was er hat, ist qualitativ extrem gut. Dann kann er sich noch sehr gut präsentieren und ist ein ziemlich ausgewogener Athlet. Generell die Top 6, die haben sich tatsächlich vom Rest des Feldes ziemlich abgehoben, fand ich. Also das sah schon ja, sehr herzerfrischend aus für mich. Wie gesagt, Samson Dauder hat das Ding geholt in einer geilen Form, muss man wirklich sagen. Den dritten Platz hat Marcelo da Angelis gemacht. Das ist, glaube ich, ein Brasilianer. Der hat mir auch richtig gefallen, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Fährt auch ein fettes Bein aus und sieht ziemlich ausgewogen aus. Denke, da wird noch einiges passieren in Zukunft, weil den habe ich bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mal schauen, ob der sich nächstes Jahr irgendwo qualifizieren kann, weil die Brasilianer, die haben ja einige gute heiße Eisen im Feuer, im Schwergewicht. So, den vierten Platz hat Nathan Asher gemacht. Da hat man dann schon gesehen, dass das wirklich, dass er deutlich abfällt, zum Beispiel zu einem Samson Dauder. Ne, also das ist dann doch schon eine andere Liga. Nathan, ein sympathischer Athlet, habe ich ihn selber auch schon kennenlernen dürfen und hat eine konstante Leistung gebracht jetzt die Saison auf jeden Fall. Hat dort den vierten Platz gemacht, aber wie gesagt, mehr war da dann auch definitiv nicht drin gewesen, weil ich jetzt vom Körpertyp her ist er jetzt so nicht meins unbedingt, muss ich ganz klar sagen, weil die kilometerlange Mittelpartie da vorne, also das ist jetzt ja mal auf ganz hohem Niveau, das stört das Gesamtbild, finde ich, so ein bisschen. Aber alles andere, was er hat, ist gut. Aber es, wie gesagt, es reicht halt noch nicht, um sich weiter vorne bei Quali-Shows zu qualifizieren. Es sei denn, halt, du hast so relativ einfaches Starterfeld, wie zum Beispiel bei den Quali-Shows vor Olympia, die letzten zwei, wo er gestartet ist und da zweimal den ersten Platz einfahren konnte. Ja, aber wenn dann jetzt mal so ein bisschen ein paar krassere Jungs auftreten, dann wird es schwer. Den fünften Platz hat Mohamed Foda gemacht. Habe ich so auch noch nicht auf dem Schirm gehabt. Mal gucken. Und den sechsten Platz Andrea Presti. Ich finde, der hat ein bisschen eingebüßt an Volumen, an den Armen. Aber sechster Platz ging wohl in Ordnung. Den siebten Platz hat gemacht Alfred Chiriak. Den achten Platz Volodymyr Büruk, den neunten Platz Jan Turek, auch schon ein altbekanntes Gesicht, und den zehnten Platz zum Erstaunen aller und auch meiner, Kevin Bruchner. Hier steht Bruchner, ich glaube aber, der heißt Büchner. Der Kevin, zehnten Platz in der Top 10, herzlichen Glückwunsch, Kevin. Geil gemacht, also kann man nicht anders sagen. Und leider einen enttäuschenden 15. vorletzten Platz hat Anton Bipus gemacht. Das fand ich sehr schade, dass da nicht mehr gekommen ist. Ich hätte mir da tatsächlich ein bisschen mehr versprochen vom Anton, zumal ich ja mit ihm auch befreundet bin. Aber das, was ich da gesehen habe, das hat mich tatsächlich nicht vom Hocker gehauen. Dann hat er ja sehr, sehr wenig Shows gemacht oder noch gar keine dieses Jahr, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also er muss sich definitiv öfter zeigen, damit die Leute ihn auf dem Zettel haben, weil bei so einem Starterfeld, da glotzt alles auf die ersten sechs und die anderen, die werden so hin und her geschoben so ein bisschen und die kriegen dann die anderen Plätze halt so irgendwie. Aber vom Kevin eine sehr akzeptable Leistung, hat sich bei den dicken Jungs jetzt, wie es aussieht, auch etabliert und in dem Feld, in den Top Ten, da kann man schon mal einen Glückwunsch aussprechen, bin ich der Meinung. Ja, so, machen wir weiter. Ihr seht, das wird ein bisschen dauern heute, aber ich versuche es jetzt ein bisschen abzukürzen. Das waren ja jetzt nur meine Eindrücke und Emotionen, wenn man das so nennen kann, aus dem Schwergewicht. Dann haben wir die 212er-Klasse. Dort hat gewonnen
Ahmad Ashkani, finde ich richtig geil. Den Jungen, den hatte ich schon mal vor Olympia erwähnt, dass der immer noch am Start ist und immer noch so brutal aussieht und eine geile Leistung abliefert. Das ist ein geisteskrank, massiver Athlet in der 212. Dem wünsche ich es, ist ein lustiger Zeitgenosse. Ich durfte ihn auch schon persönlich kennenlernen und ein bisschen abtalken mit ihm, so mit Händen und Füßen, unser Denglisch. Ist aber immer lustig mit den Jungs. Und wie gesagt, ich freue mich, dass er das Ding gewinnen konnte und somit auch qualifiziert ist für 2024 für den Olympia und jetzt das ganze Jahr Zeit hat, da den Fokus drauf zu legen. Den zweiten Platz hat Christian Zagarella, den dritten Platz hat Radoslav Angelov, den vierten Platz Alexandru Vasile Uta, den fünften Platz Lukas Garcia, sechster Platz ist David Knota, siebter Platz ist Daniel Vasilika, achter Platz Vincent Aliot und neunter Platz Junior Paguala, zehnter Platz Murat Sahir. Ja, das zu der 212. Ziehen wir gleich weiter durch. Wenn euch das zu lange dauert, hier mache ich noch ein bisschen Werbung zwischendurch. Aber ich glaube, da habt ihr auch keinen Bock drauf. Deswegen hier kurz warten, weil es ist sehr so. Dann haben wir die Classic Physik. Wissers mit Physik durcheinander gebracht. Wesley Wissers hat den ersten Platz gemacht in der Classic Physik. Den zweiten Platz hat Ruben Lopez Reyes. Der dritte Platz geht an Alexander Westermeier, der auch immer im vorderen Feld landet, wenn er sich vorbereitet. Aber irgendwie klappt es irgendwie nicht ganz wieder mit dem Gewinn dieses Jahr. Also dann drücken wir mal die Daumen, dass es nächstes Jahr besser für ihn läuft. Oder vielleicht sogar in Prag jetzt. Genau, die Prag-Show, die ist ja nicht zu vergessen. Scheint auch ein sehr, sehr großes Event zu sein. Ich war damals mit dem Emir da gewesen. Die Location ist Bombe. Für die Athleten ist es, glaube ich, der beste Wettkampf überhaupt, weil Backstage haben alle Klassen ihren separaten Ruheraum gehabt. Also es ist nichts durcheinander oder so. Das war mega gechillt und entspannt und sehr koordiniert gewesen in dem Hilton Hotel. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da war ja noch Rolli Winkler und so mit dabei am Start. Das waren noch lustige Zeiten gewesen da. Ich hoffe, die Jungs haben genauso viel Glück mit der Aufteilung der Räume wie damals. Und wir machen weiter mit dem vierten Platz. Sebastian Teurell, fünfter Platz Ali Shams Gamer, sage ich jetzt einfach mal so. Sechster Platz George Achampong. Achampong, okay. Da ist ja alles gemixt drin. Siebter Platz Nicolas Alberto Concepcion. Mega Conception. Conception? Ist das ein Transformers? Ich hoffe nicht, Alter. Die hießen anders, die Typen, ne? Decepticons waren das so. Geile wieder. Oh, ich bin totaler Transformers-Fan, davon abgesehen. So, achter Platz Mehmet Mehmedov. Neunter Platz Chris Pistolas. Hey Chris, wie geht's? Und zehnter Platz Pekka Kotipohaja. Kotipohaja, ihr wisst schon, was ich meine. So, wie gesagt, das zum Romania Muscle Fest. Waren ein paar Überraschungen dabei, war vielleicht auch die ein oder andere Enttäuschung dabei. Alle haben ihr Bestes gegeben, denke ich, und dann schauen wir mal, wie die für die meisten die Prag-Show läuft, weil dort werden, denke ich mal, die meisten von dort nochmal antreten, um sich zu verbessern bzw. eventuell sogar zu qualifizieren für 2024. Deswegen finde ich es schade, dass ich keine Karten mehr bekommen habe. Ist wirklich sehr ärgerlich, dass ich das so verpennen konnte. Aber so ist es nun mal. So, machen wir noch weiter oder? Ah, genau. Chris Siebram wird Papa. Er hat ein Bild veröffentlicht von seiner Herzallerliebsten mit einem dicken Bäuchlein. Also ich gehe mal davon aus, dass es seine Herzallerliebste war. Und da kann man dann auch mal sehen, dass Athleten wie der Chris Siebram,
wieder Derek Lunsford, der wird mich Papa, Ramon Dino glaube ich auch. Also die drei, die werden Papa und haben trotzdem Mr. Olympia gemacht. Zwei davon haben gewonnen. Also man sieht, es geht auch anders. Man muss da nicht alles über den Haufen werfen und die Honiggeige rausholen und sich selber in den siebten Kinderhimmel singen. Man kann dann trotzdem den Sport konsequent weiterführen und natürlich auch so nachhaltig dem Kind eine gute Papageschichte besorgen. Ne? So, aber gut, das entscheidet jeder für sich. Das wollte ich nur noch mal kurz angemerkt haben. Ich bin raus, bevor ich mir das Maul verbrenne. Wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren. Peace and love and rock'n'roll. Euer King Kalle.